Guten Morgen. Du fährst heute mit einer BR101, den Aurus D8, der SBB von Zürich kommt, auf dem Teilstück von Duisburg Hauptbahnhof bis Bochum Hauptbahnhof. Aufgrund einer Baustelle wird ein Zug zwischen Essen und Münster über Bochum und Dortmund umgeleitet und legt dort jeweils Ersatzhalte ein. Dort übernimmt dein Kollege den Zug weiter in Richtung Hamburg-Altona. Die Abfahrt ist um 17:50 Uhr. Viel Spaß! Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier aus der Baureihe 101 im Eurocity 8 in Richtung Hamburg-Altona. Ich lese euch den Szenariotext schon mal vor, bevor ich das Szenario starte, denn wir haben nicht besonders viel Zeit zum Aufrüsten. Link zum Szenario ist in der Videobeschreibung, genauso wie Links zu allen hier verwendeten Repaints. Ganz, ganz großes Dankeschön an den Szenariobauer, den Taskplace. Er hat mich nämlich gefragt, ob ich für dieses Szenario meine SBB-Einheitswagen überarbeiten möchte, denen die ganzen Details noch verpasste, die da gefehlt haben vorher. Und dann dachte ich mir, ja, warum nicht? Mache ich das mal. Dementsprechend haben wir hier einen wunderschönen Eurocity heute, den wir fahren. Wir starten. Gucken uns alles gleich in Ruhe an. Schauen zu, dass wir hier möglichst schnell alles aufrüsten. Machen uns mal kurz das Licht an. Stehen mal auf. Machen uns SIFA, PZB und LZB an. Dann stellen wir die Spitzensignale ein. Der Rest passt alles. PZB-Modus O. Abfahrt ist um 17:50 Uhr. Heißt also, wir haben 1,5 Minuten noch Zeit. Entsperren. Hier lösen die Bremsen, ziehen die Lokbremse an. Puh, das war ein bisschen zu viel. So, bisschen mehr als 2 Bar. Das passt. Zugbeleuchtung an. Signalbeleuchtung. Jo. So. Also, wir stehen hier gerade in Duisburg Hauptbahnhof. In unserem Eurocity hier mit der GBKK Ost Lok. In diesem Repaint-Link dazu ebenfalls in der Videobeschreibung. Sehr, sehr schön gelungen, wirklich mit allen Details. Und das hier sind unsere Eurocity-Wagen. Auch hier wirklich mit allen Details hier da dran am Wagenanstrich. Alles, was man hier so benötigt. Erste Klasse hier vorne, zweite Klasse da hinten. Hier vorne noch eine S-Bahn. Noch ein ICE. So, dann machen wir schon mal die Türen zu. Schließvorgang eingeleitet. Okay, dann machen wir uns noch, knipsen uns noch die AFB an. AFB, AFB, AFB. Und fahren los. So, wir befreien uns. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und positionieren wir uns mal irgendwo hin für eine kleine Vorbeifahrt hier vorne. Der Kollege wird demnächst auch ein Facelift noch bekommen. Übrigens. Also nebenbei mal erwähnt. So, dann schauen wir mal, was uns hier so entgegenkommt. Hier schon mal eine S-Bahn.
Okay, und wir dürfen tatsächlich 100 fahren und noch eine S-Bahn. Wir halten nicht in Mülheim Hauptbahnhof. Und der nächste Intercity. Eieiei, ist hier viel los. Wir sollen um 17 Uhr. Um 18:01 Uhr sollen wir in Essen Hauptbahnhof ankommen. Ich muss noch kurz hier den Fahrplan mir mal raussuchen. Nämlich an Gleis 6. So, da links übrigens, das sind die Gleise in Richtung Oberhausen. Ich hoffe mal, ich habe alle Repaints geladen, die man so braucht für das Szenario. Ich habe das nämlich vorher nicht kontrolliert. Okay, gut, es gibt die Repaints vom Nighawk für die Baureihe 422, dass die in der grünen VR-Lackierung fahren. Das habe ich jetzt offensichtlich schon mal nicht drin, aber ist auch nicht so schlimm. Naja, sonst wäre jetzt der Zug hier links, der gerade an uns vorbeifährt, der wäre jetzt im Grün gewesen. So, ich bin mir relativ sicher, jetzt gleich müsste eine Beschränkung kommen, genau auf 110. Deshalb lasse ich jetzt einfach mal hier nur rollen an der Stelle. Und jetzt kommt eine scharfe Kurve, ja, hier immer ein bisschen verhutzelter Gleisbauch. Ich bremse schon mal langsam rein. Beziehungsweise ich nehme schon mal die E-Bremse ganz stark mit rein. So, Ankündigung auf 110. Dann ein bisschen Zugbremse mit rein, denn ich möchte nicht vom GPU abgeschossen werden. Ne, GPA. Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Gehen wir mit der AFB runter auf 110 und wieder langsam Leistung rauf, während wir jetzt an Mülheim Hauptbahnhof vorbeizischen, wo auch schon die, ist das die S3? Könnte die S3 sein? Nee, gar nicht, das ist eine 425. Das ist dann vielleicht die RB33. Und ab hier dann 130, Leistung zurück, AFB hoch auf die 130 und dann würde ich sagen, jetzt können wir wieder Leistung aufschalten. Dann noch ein Talent 2 in dieser fiktiven VRR-Lackierung. Finde ich persönlich nicht so schön. Also das Spiel an sich ist gut gemacht, aber ich finde halt einfach diese VRR-Lackierung ehrlicherweise nicht allzu schön. Es liegt vielleicht daran, dass ich generell den Talent 2 nicht als besonders schönen Zug erachte. Da kommt aber ein sehr schöner Zug entgegen. Also ich muss sagen, so wie sich das hier heute verhält, das hat wirklich Hauptstrecke Rhein-Ruhr-Verhältnisse, definitiv.
vom Fahrplan her ist das absolut realistisch. Das Ganze orientiert sich übrigens am Fahrplan vom 17.03.2022. Die Zugleistungen sind nicht auf die Minute genau richtig. Das liegt aber daran, dass das hier halt eben mit dem Fahrplangestalter hier nicht besser machbar ist. Aber an sich, all die Züge, die uns hier entgegenkommen, das passt Pi mal Daumen eigentlich ganz gut. Und das ist eigentlich echt cool gemacht. Wo stellen wir uns hin? Ach, guck mal, da vorne hier bei der Unterführung. Da kann man sich, glaube ich, ganz gut hinstellen. Nämlich hier. Na, falsche Taste. So, in 3 Minuten sind wir oder sollen wir in Essen auf Bahnhof ankommen. Ich kann schon mal die Leistung rausnehmen. Wir lassen jetzt einfach nur noch rollen. Jetzt gleich kommen wir an Essen West vorbei, an Essen Frohnhausen, nicht an Essen West. Und da nochmal Talent 2. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Fahrten der Talent 2 hier simulieren soll. Aber irgendwas wird es schon sein. Vermutlich die S9, die mit Flirt 3 Zügen bedient wird. So, 130. Und die Ankündigung auf 110 haben wir auch schon unterschritten. Und da vorne scheint es schon ein ziemlich vollgepackter S-Nordbahnhof entgegenzukommen. Bremsen wir mal. Ja, ziemlich pünktlich. Dann nochmal Intercity links, rechts die 425 auf der RB33 hier. Lösen wir nochmal aus. So, und wir halten an. Schaffen wir es vor dem Signal? Knapp. Sehr, sehr knapp. Turn off. So, wir haben jetzt Zeit bis 18.03 Uhr. Sollen wir abfahren? Also noch 2 Minuten. Wir sind auf die Sekunde genau pünktlich angekommen. Ist das nicht cool? Kommt das kommt echt selten vor. Wahnsinn. Hier vorne, das soll wohl die RB40 darstellen, wird eigentlich von Abellio mit Flirt, mit den Flirt-Zügen der ersten Generation gefahren. Aktuell übrigens, also aktuell zum Zeitpunkt der Videoaufnahme, ist das nicht mehr der Fall, weil ja Abellio die Leistungen in Deutschland allesamt abgibt, zumindest in NRW. Und
die Leistungen hier vom RB40 rechts werden tatsächlich erbracht von Tri. Und zwar mit N-Wagen und in der Regel ist da, glaube ich, ein 182 von MRCE da vorne dran. Oder je nachdem am Schieben, beziehungsweise, nee, genau, also hier hinten ist immer der Steuerwagen hier am Bahnsteigsende, am Kopfende und hier vorne steht dann immer in Richtung Bochum fahrend nach Hagen, ist da die 182 vorne dran. So, wir können schon mal die Bremsen lösen und dafür die direkte Bremse anlegen. Na gut. So, haben noch ein bisschen Zeit. Noch ein paar Minuten, paar Sekündchen. Ach, schau an. Der ICE. Hat er uns eingeholt. Tür zu. Schließvorgang eingeleitet. Okay, dann stellen wir uns mal irgendwo an den Bahnsteig hin. Ich würde sagen, hier ist gut. Ja, vielleicht ist es hier ein bisschen besser. Steht denn hier? Die Betriebskrankenkassen für Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 101.082-6. So ein bisschen rumgetrödelt. Bei der Abfahrt in Bochum sollen wir um 18.14 Uhr ankommen. Wie beschleunigen wir echt schlecht. Aber alle Bremsen sind gelöst. Vielleicht sind jetzt besonders schwere Fahrgäste eingestiegen. Oder besonders viele. Wir wollen ja kein Fat-Shaming betreiben. Wir sind ja nicht der britische Premierminister. So, das war ein bisschen zu viel Leistung. Da kommt uns ein RE entgegen. Ich kann euch das Szenario auf jeden Fall sehr empfehlen. Das macht sehr viel Spaß. Hier ist echt viel verbaut. Als Strecken benötigt man für die ganzen KI-Züge die Hauptstrecke Köln-Aachen. Das ist klar, die ist sowieso immer mit dabei. München-Augsburg für den ICE. Main-Spessart-Bahn und Rhein-Ruhr-Osten. So, ab hier vorne dann 150 hinter der Weiche. Sobald wir natürlich mit dem ganzen Zug an der Weiche drüber sind. Was in etwa jetzt der Fall sein müsste. Und wir dürfen sogar 160 fahren, also gehen wir direkt auf die 160.
vorbei an Krai Süd. So, 160 sind erreicht. Schön, oder? Hier mal mit so einem Eurocity durch die Gegend zu brausen. Also auch das kann mittlerweile TSW, auch wenn das Ganze natürlich ein bisschen in Anführungszeichen getrickst ist. Es sind halt nur Repaints, es ist kein richtiger Eurocity. Das Wagen, das Rollmaterial ist nicht zu 100% akkurat und spricht nicht dem echten Eurocity-Rollmaterial, aber das ist nicht so wichtig. Es geht ja letztendlich um die Optik. Das Interieur kann uns eigentlich auch egal sein erstmal. Zumindest wenn wir jetzt hier im Führerstand sitzen, dann kann uns das Interieur der Züge eher egal sein. Und ich finde, so passt das eigentlich echt gut. Hier an diesem Gebäude, das kann man auch von der A40 aus ganz gut sehen. Hier ist irgendwie so eine Art Spruch drauf, der irgendwas mit einer Autobahn zu tun hat. Während wir hier in Wattenscheid vorbeifahren. Oh. Wir sind zu schnell. Ich habe die Ankündigung auf 140 nicht gesehen. Hallo? Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos ist das Update für Rhein-Ruhr Osten noch nicht erschienen von der Preserved Crew. Da wird ja auf jeden Fall einiges nochmal überarbeitet. Was genau ist, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht klar. Aber in jedem Falle der Himmel, der wird ausgetauscht, dass es der TSW-2-Himmel ist. Das ist ja noch der TSW-1-Himmel, wenn man so möchte. Mit diesen, ja, eher so aufgemalten Texturen, wie es aussieht. Das wird auf jeden Fall überarbeitet. Dann funktionierende Bahnübergänge werden mit reingebaut in der Regel. Und dann alles andere ist halt praktisch eine Einzelfallentscheidung, was dann noch so verändert wird. Ich denke mal, bei hier auf der Route wird in jedem Falle irgendwas an der Beleuchtung noch geändert. Man sieht, wenn ich Motion Blur ausschalte, naja, egal. So, jetzt mal runter auf 120, sonst kommt der Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Oh. Das ist ja schon Bochum Hauptbahnhof. Ja. So, dann sind wir jetzt auch schon da. Die Strecke ist ja leider eher etwas kurz. Und 60 am Bahnsteigsanfang, das passt. Ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Ich
hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, genauso Spaß, wie es mir gemacht hat. Was kommt uns da entgegen? Das sieht aus wie Talent 2. So, wir sind um 18.12 Uhr hier. Wann sollten wir da sein? Um 18.14 Uhr. Also tatsächlich. Ah, halt an. Ups. Naja. Gut, mit diesem Bild von den Eurocity-Wagen und unserem wunderschönen 101 in diesem sehr, sehr schönen Repaint, Hut ab an den Repainter, verabschiede ich mich von euch. Nochmal ein schönes Foto hier. Irgendwie. Na? Wieso kann ich nicht da weiter rüber? So, jetzt habe ich die freie Kamera. Hier, das sieht doch ganz cool aus, oder? Ein Thumbnail. Mit der Sonne und der 101 und den Eurocity-Wagen. So, genug Fotos gemacht. Wir steigen aus und übergeben dann gleich den Lokführer nach uns. Hey. Und fahren jetzt einfach mal mit. Setzen uns hier ins Abteil. Und lassen uns durch die Gegend fahren. Gut, mit diesem Bild aus dem wunderschönen Innenraum der Intercity-Wagen verabschiede ich mich von euch. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.